Der glitzernde Stern ist aus Aluminiumfolie entstanden. Eine Spirale und eine Perlengirlande schmücken die Bastelarbeit. Ihr könnt mit dem Stern Fenster und Tannen schmücken. Ohne Aufhängung ist der Stern auch eine weihnachtliche Dekoration für Tische. Für den Stern benötigt ihr folgende Materialien: Aluminiumfolie, eine Perlengirlande, die Perlen haben einen Durchmesser von 8 mm, zwei Fotokartonkreise in Silber mit einem Durchmesser von 6,5 cm, ein Silberdraht, ein Zirkel, ein Kugelschreiber, dann braucht ihr ein Lineal, eine Schere und einen Heißkleber. So, hier habe ich meine zwei Tonkarton- oder Fotokartonkreise. Einen lege ich mal zur Seite. Den Kreis habe ich so ausgeschnitten, dass er einen Durchmesser von 6,5 cm hat. Diesen Radius, den ich hier auf dem Zirkel so habe, trage ich nun hier am Rand so nach und nach ab. Dann entstehen hier Punkte, die den Kreis in 6 Teile teilen. Und zwar, wenn ich die Linien nochmal hier von diesem zum gegenüberliegenden Punkt durch diesen Mittelpunkt verbinde. So, das sind dann, hier werden nachher die 6 Strahlen aufgesetzt. Die Strahlen entstehen folgendermaßen. Die sehen nachher so aus. Ich nehme ein Stück Alufolie, das ist ungefähr 25 cm lang. Also wickel das auf, knautscht es der Länge nach und wickel das stramm und fest so auf, und zwar den ganzen Strang. Von diesem Strang, der dann nachher fertig ist, das habe ich schon mal gemacht, habe ich ein 14 cm langes Stück abgetrennt. Da suche ich mir hier den Mittelpunkt oder die Hälfte, die kann ich hier nochmal, wenn ich das so geknickt habe, mit der Schere nochmal hier so ein bisschen eindrücken. Dann kann man das erst etwas besser knicken. Die Endstücke habe ich ein wenig mit der Schere platt gedrückt und die Außenseiten ein wenig schräg abgeschnitten. So, diese schrägen Teile biege ich noch so ein bisschen nach innen. Dann nehme ich den Heißkleber, da ein bisschen Kleber auf, und zwar immer nach innen von den Linien, und setze den Strahl mit diesen gebogenen Teilen auf. Das muss ich jetzt ein wenig festhalten, bis der Kleber anzieht. Das mache ich mit allen Strahlenteilen jetzt so. So, die Strahlen habe ich nun alle aufgeklebt, dann sieht das so aus. Jetzt brauche ich noch 2 von solchen Spiralen. Die entstehen folgendermaßen. Die schiebe ich mal erst zur Seite. Ich habe einen 50 cm oder 55 cm langen Streifen von der Alufolie abgerissen und falte die erstmal so zusammen. Dann knautsche ich das Ganze wieder. Wenn ich das gut geknautscht habe, wickele ich das wieder gut und stramm auf. Das habe ich hier schon mal gemacht. Aus diesen Streifen wickele ich nun die Spirale. Das geht folgendermaßen. So, ich lege das hier so rein und dann wickele ich das auf. Also zu einer Spirale. Damit die Spirale mir nicht auseinander geht, trage ich hier auf der Alufolie, auf dem glitzernden Teil, Heißkleber auf und setze die Spirale darauf. So, der Kleber muss dann ein bisschen antrocknen und dann schneide ich die Spirale raus. Das habe ich hier schon mal gemacht. Die haben also alle beide diesen Boden. Dann geht es hier jetzt weiter.
Hier habe ich einen Fotokartonkreis, den muss ich gleich hier oben aufsetzen. Da klebe ich eine Spirale mittig auf. Und rundherum klebe ich dann eine Perlengirlande zusätzlich auf. Dieses gebastelte Teil positioniere ich jetzt auf die Strahlen, also in den Mittelpunkt der Strahlen. Setze ich das auf. So, dann habe ich die Vorderseite schon mal fertig. Bei der Rückseite ist ja schon die Pappe, da wird die Spirale auch aufgesetzt und der Perlenkranz drum zugewickelt. Dann sieht der Kranz so aus oder der Stern so aus. Von beiden Seiten kann ich ihn ins Fenster hängen, dann sieht er von beiden Seiten gleich aus. Hier oben habe ich an einem Strahl einfach die Perlengirlande angebracht. Brauche ich gleich nochmal den Draht, aber erst halte ich das jetzt nochmal eben fest, bis das angetrocknet ist. Ich zeige euch das bei dem großen oder bei dem fertigen Stern. Da habe ich dann mit einem Draht nochmal hier die Perle mit dieser Zackenspitze verbunden, damit es auch nicht die Aufhängung nicht abgeht. Und dann ist meine Bastelarbeit schon fertig. Möchtet ihr noch mehr Bastelideen von mir kennenlernen, abonniert doch meinen Kanal. Ich wünsche euch eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. Eure Angelika Kipp.